Es ist einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl, wenn man da einer kommt, wenn man mit dem Bus herfährt, das Riesenstadion sieht, dann in die Kabine geht. Man merkt einfach, dass es ein sehr, sehr cooles und großes Stadion ist. Und ja, wenn man da einer geht und dann diese Atmosphäre sieht, ist es einfach ja, ein unbeschreibliches Gefühl. Stimmung ist sehr gut, ich denke aber, nachdem das Training heute, nachdem wir da das Training beenden, dass dann ja viel auch schon drüber geredet wird, wie es wohl sein wird morgen, und dann denke ich, dass dann auch die Aufregung auch im gesamten Team steigen wird. Ich glaube, ein Stück weit kann man es noch gar nicht so realisieren, dass es morgen endlich losgeht, weil es war doch eine lange Zeit, was wir jetzt gehabt haben an Vorbereitung, aber wir freuen uns alle, dass morgen der Start ist. Ja, liebe Grüße an den Bruder. Ja, sitzt drei Straßen weiter, glaube ich, schön ab. Bleibt sie auf morgen. Man trainiert hart und dass es jetzt endlich losgeht, ich denke, das ist alles oder genau das, worauf man wartet. Und ja, da fällt ja ein Riesenstein vom Herzen und ja, die Vorfreude ist riesengroß. Ja, mein Bruder ist Manchester-Fan seit klar auf und er wird morgen da sein und richtig stolz sein. Ich kann es kaum erwarten und ich will endlich, dass es losgeht.